Bereits zum 20. Mal fand die Volksschulolympiade in der ESM Mödling statt. Neben sportlichen Aktivitäten mussten die Kinder auch knifflige Geschmackstests sowie Erste-Hilfe-Übungen meistern. Doch im Vordergrund stand natürlich der Zusammenhalt und der Spaß. Heute findet unsere 20. Volksschulolympiade statt, zu der insgesamt 23 Klassen antreten in einem fairen Wettkampf mit sportlichen Übungen. Und wir küren den Sieger der dritten Klassen der Volksschulen unseres Bezirks. Die Kinder kommen in der Früh, um 8.15 Uhr geht es los und wir haben unterschiedliche Bewerber. Hier in der Halle sieht man sind sehr die sportlichen Aktivitäten. Wir haben auch in den Klassen sportliche Aktivitäten, allerdings ein bisschen in einem kleineren Rahmen. Wir haben aber auch zwei Quizstationen, wo es im einen ums Rote Kreuz geht, die da ein bisschen etwas zeigen mit Erste Hilfe. Und wir haben dann auch eine Schmeckenstation, die ist sehr interessant, weil Lebensmittel eingefärbt sind und natürlich ganz anders ausschauen, als wie sie ursprünglich ausschauen und die Kinder dann wirklich teilweise Probleme haben, sie zu erkennen. Das ist ein Teamwork-Event, weil nicht jeder jede Station durchführen kann, also nicht an jeder Station teilnehmen kann. Und sie müssen sich schon einmal einigen, wer Bälle wirft, wer läuft, wer mit dem Board fährt. Finde ich sehr wichtig. Was steht denn eigentlich im Mittelpunkt? Ist es eher der Spaß oder gibt es da doch ein bisschen einen Konkurrenzkampf? Naja, es ist teils, teils. Also es kommt immer darauf an, wie ehrgeizig auch die Begleitpersonen sind. Das überträgt sich dann ein bisschen auf die Kinder. Aber die Kinder selbst wollen natürlich ihr Bestes geben. Der Spaß sollte natürlich im Vordergrund stehen, aber natürlich will man am Ende dann auch gewinnen, weil es geht doch um einen Pokal und ein paar Goodies. Und wir werden dann auch bei der Siegerehrung sehen. Also da ist es jedes Mal Freudenschrei, wenn man nicht Vierter ist, sondern Dritter ist. Und der Erste freut sich sowieso immer am meisten. Also es hält sich die Waage. Manche kommen wirklich eher, um Spaß zu haben. Wir schauen, dass alle Kinder bewegt werden. Also in jeder Station sollten so viele Kinder wie möglich bewegt werden und nicht immer nur die Besten, weil der Sinn ist dann trotzdem, dabei sein ist alles. Das olympische Motto ist natürlich dann schon im Vordergrund zurück. Gibt es eine Station, die dir am besten gefällt hier? Ja, Basketball, weil es mein Hobby ist. Fechten, weil ich Schwerter mag. Ich finde es auch Fechten. So irgendwie, man macht jetzt so irgendwie mit dem Stab und so. Ja, ist cool. Wie wichtig finden Sie denn generell sportliche Betätigung bei kleinen Kindern? Ja, extrem wichtig. Also man weiß ja auch, die Verbindung zur kognitiven Basis ist sehr wichtig. Man lernt über die Bewegung. Deswegen versuchen wir auch hier wirklich die Kinder zur Bewegung zu animieren und zu begeistern. Weil nur wer sich ein Leben lang bewegt, der kann dann auch wirklich im hohen Alter noch gesund sein. Und wichtig ist, dass man jetzt schon die Freude an der Bewegung entwickelt und nur, dass die auch wirklich dann bleibt und man die auch im Alter dann auch immer ausleben kann. Sehr wichtig als Ausgleich zu den schulischen Leistungen. Sie brauchen den Ausgleich einfach. Und es sind leider nicht alle Kinder in einem Verein. Und zu Hause sitzen sie ja sowieso sehr oft und nur hinter dem Computer oder hinter dem Fernseher. Aber sie brauchen es einfach. Sollten die Eltern auch am Wochenende mit den Kindern was unternehmen und sei es auch nur, wenn sie spazieren gehen.